Willkommen zurück zu Zelda Ocarina of Time, Part 11. Und wir erklimmen jetzt den Feuerberg. Ganz genau. Im letzten Part haben wir uns ja hart erkämpft, dass der Wächter des Pfads die Tür öffnet. Und wir haben ihm als Belohnung dann auch gleich nochmal die Fuchsmaske gebracht. Die hat er uns dann mit 15 Rubinen bezahlt, obwohl wir nur 10 dafür hätten nehmen müssen. Oh, was ist das? Das ist ein neuer Gegner. Irgendwie ein spinnenartiges Tier. Ein roter Arachno. Erfasse ihn mit Z, wenn er springt, und schlage mit dem Schwert zu. Ja, also ganz intuitiv. Ja. Aua! Okay. Der hatte Dekokerne dabei. Da sind ja noch welche. Komm her. Zack. Aua. Ah, ein Herz. Sehr gut. Okay, dieser gesprungene Schlag, der ist definitiv stärker. So, was ist das hier? Oh, hörst du das? Ja, man hört, dass dahinter eine Skulltula ist, richtig? Genau. Die Wand klingt auch anders, wenn man mit dem Schwert gegenhaut. Oh, oh, hier vergeht die Zeit. Da ist wieder... Ha, dich habe ich schon gesehen. Autsch. Okay, gehen wir einfach mal weiter. Oh, Navi möchte was. Impa sagte, dass sich der heilige Stein des Feuers irgendwo im Todesberg befindet. Ja, das ist der, den wir brauchen, ne? Den wollen wir haben. Genau. Und hier ist wieder eins unserer beliebten Schilder. Dodongos Höhle. Betreten ohne Erlaubnis verboten. Ja, wie soll man hier auch reinkommen ohne Erlaubnis? Na, ich will das anvisieren. Mo, was ist das denn hier? Hier ist ein Typ. Mit dem kann man sprechen. Ich bin ein Gorone. Wir sind Steinfresser und leben auf dem Todesberg. Ah ja. Siehst du den riesigen Fels dort drüben? Er versperrt den Eingang zu Dodongos Höhle. Die Höhle ist für uns Goronen sehr wichtig, denn dort lagert unsere Nahrung. Vor kurzem sind einige Dodongos in der Höhle aufgetaucht. Seither war die Höhle für uns ein äußerst gefährlicher Ort. Über dem Eingang der Höhle sah ich einen Gerudo in schwarzer Rüstung, der den Fels mit magischer Kraft vor dem Eingang platzierte. Wenn du schon hier bist, solltest du auch Goronia besuchen. Die Stadt liegt weiter oben auf dem Berg. Es ist gar nicht mehr weit bis dorthin. Okay. Ja, dann brauchen wir magische Kraft, um den Fels wieder wegzuschieben oder so. Jo. Also weiter nach oben auf den Berg. Ah, da ist noch ein Kollege. Na, was erzählst du? Man sagt, dass auf dem Gipfel des Todesberges eine wunderschöne Fee lebt. Wirst du sie besuchen? Natürlich. Klar, muss ja jetzt, ne? Wir sind ja so neugierig. Wir gehen überall hin. Fahrt zum Todesberg. Noch ein Schild. Hier ist alles voller Schilder. Ein richtiger Schilderwald ist das. Todeskrater. Achtung, Steinhagel. Ach so, genau. Steinhagel. Okay. Oh. Da geht's tief runter. Da wollen wir nicht runter. Okay, also da waren gerade wieder Steine im Weg. Da, wo es Steine hagelt. Und hier ist erneut ein Schild. Die Wunder der Natur. Die Donnerblume. Vorsicht, nicht pflücken. Okay, gleich mal pflücken. Wir können sie nicht pflücken. Haben wir ihn gerade zum vierten Mal in Folge geweckt. Ich stehe hier, um den Donnerblumen Schatten zu spenden.
Möchtest du mich etwas fragen? Ja, über die Donnerblumen würden wir gerne was hören. Die Blumen, die dort wachsen, sind Donnerblumen. Es sind explosive Höhlenpflanzen, die nur auf diesem Berg wachsen. Normalerweise wachsen sie nur in dunklen Höhlen. Daher ist dieses Exemplar hier sehr selten. Mit einem Goronenarmband könnte selbst ein kleines Kind wie du die Blumen mit abpflücken. Okay. Dann holen wir uns natürlich so schnell wie möglich ein Goronenarmband. Richtig. Und wir fragen ihn nochmal etwas über Dodongos Höhle. Da wollen wir vielleicht auch nochmal rein. Ist dir auf deinem Weg hierher die Höhle aufgefallen? Dies ist Dodongos Höhle. Weil es im Inneren nur wenig Licht gibt, wachsen dort sehr viele Donnerblumen. Ah, sehr schön. Dann ist das aber bestimmt gefährlich. Wenn die da die ganze Zeit hochgehen. Komm! Und, oh. Guten Morgen. Goronia, Stadt der Goronen. Ja, perfekt, gehen wir rein, ne? Genau, da sollten wir ja auch nochmal hin. Hat uns der eine Gorone ja gesagt. Mal gucken, was hier so geht. Bestimmt mega Party gerade. Sieht so aus, ne? Timo, weißt du, was mir gerade auffällt? Guck mal auf unseren Rücken. Fällt dir da was auf? Oh ja, wir haben das Schild gar nicht ausgerüstet. Genau, das sollten wir doch unbedingt machen, weil das hier so Ja, gefährlich ist. stimmt. Sieht auch viel besser aus, bestimmt. Oh ja. Jawohl. Wunderschön. Na, kratzt du dich ein bisschen am Bauch? Schick. Oh, ich bin so hungrig. Jeder hier muss Hunger leiden, weil der Eingang zur Höhle verschlossen ist. Wir sind vom Aussterben bedroht. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, Dodongos Höhle zu öffnen. Seit Wochen ist sie verschüttet. Es ist so tragisch. In der Höhle lagern die besten und köstlichsten Steinvorräte. Doch wie es scheint, müssen wir nun auf diesen Genuss verzichten. Dabei sind wir Goronen-Feinschmecker, die sich nur schwerlich an andere Nahrung gewöhnen können. Seufzt. Wie gern würde ich jetzt ein Stück Steinfilet aus Dodongos Höhle genießen. Huch, ach guck Na. mal. Den Schild hält er gar nicht in der Hand irgendwie, er duckt sich nur da drunter. Ganz merkwürdig. Ja, Timo, Steinfilet, ist das auch deine Leibspeise eigentlich oder Ja, auf jeden eher Fall. nicht so? Das mache ich immer. Jeden Morgen zum Frühstück erstmal schönes Steinfilet. Aus Dodongos Höhle auch frisch gepflückt Natürlich, oder frisch geerntet? gepflückt. Aha, ich dachte, das wächst nur in Dodongos Höhle, das Zeug hier. Na gut, wächst wohl überall. So, hier tanzende Kronen an der Wand. Weiß nicht, hier ist irgendwie nirgendwo, aber da liegt noch jemand. Hallo. Na? Ich habe solchen Hunger, dass ich nur ans Essen denken kann. Heiliger Stein, du meinst sicher den roten Stein, der einst in unserer Stadt erstrahlte. Darunia nahm ihn an sich. Danach schloss er sich in seinem Raum ein und hat ihn seitdem nicht mehr verlassen. Seit dieser Zeit ist es dunkel in Goronia. Die Dunkelheit macht uns depressiv. Alles erscheint so. Ich wünschte, jemand würde die Fackeln bei der Goronenstatue entzünden. Ich glaube, in Darunias Kammer findet man Feuer. Entschuldige, Timo, da stand sinnlos noch. Habe ich zu schnell weitergedrückt, tut mir leid. Okay, also wir sollen Fackeln entzünden. Es gibt Darunia, es gibt ein Goronenarmband. Das ist alles sehr viel Neues. Aha. Hier steht irgendwas auf dem Boden. Du stehst auf einem weichen Teppich, den nur Darunias Gäste betreten dürfen. Okay, wir sind seine Gäste. Ah, jetzt sieht man den Teppich auch. Okay. Nur Darunias Gäste. Erzähl mal, wie kommen wir da rein?
Darunia hat sich in seinem Raum eingeschlossen. Er sprach, ich werde hier auf den Boten der Königsfamilie warten. Oh, das sind wir, das sind wir. Mach auf. Haben wir noch den Brief? Nee, der ist ausverkauft. Tatsächlich, ja. Können wir irgendwie anders beweisen, dass wir zur Königsfamilie gehören? Können wir mit dem Stock gegen die Tür hauen? Das können nur Vertreter der Königsfamilie. Genau, das können nur. Oder hier das Zeichen da, ich weiß ja nicht. Ah, okay. Notenlinien. Salias Lied? Natürlich. Keine Ahnung. Nur Vertreter der Königsfamilie können Salias Lied spielen. Aber vielleicht weiß ja Salia, was wir jetzt machen sollen. Ja, bitte. Hallo Mitolex, ich bin Salia, hörst du mich? Dieser Wald ist mit vielen Orten verbunden. Wenn du mein Lied irgendwo hörst, muss es von dort einen Weg hierher geben. Ja, das kenne ich schon. Aber wir kennen ja noch ein Lied. Und zwar zählt das Wiegenlied. Und das ging... So? Ja, genau, ich glaube schon. Das hört sich gut an. Ich bin so musikalisch. Vielleicht passiert irgendwas. Das konnten ja irgendwie nur Angehörige der Königsfamilie oder so, hatte doch Impa erzählt, nicht wahr? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Du hast recht. Ah, perfekt. Okay, das heißt, wir sind jetzt der von der Königsfamilie Gesandte und dieser Berg von einem Typ, das muss dann Darunia sein. Ja. Der guckt sehr fröhlich, in der Tat. Was? Wer bist du? Als ich das Lied der Königsfamilie hörte, dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich ein Kind. Hat Darunia, der Führer der Goon, es wirklich verdient, so behandelt zu werden? Ich kann es nicht glauben. Geh zurück ins Schloss und sag dem König, er solle mir einen richtigen Mann schicken. Du fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Dämonische Kreaturen sind in Dodongos Höhle eingedrungen. Die Donnerblumenernte war schlecht. Und zudem leidet mein Volk Hunger. Doch wie dem auch sei, dies ist Sache der Goronen. Wir sind zu stolz, um die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. Typ, gib uns irgendwas. Mann. Okay, aber wir sind der coole Retter der Welt. Guck mal, wir haben sogar ein Hylia-Schild. Tja, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Wir schlagen ihn. Mit einem Deku-Stab. Hier, Snacks. Oh. Ich habe keine Ahnung, Timo, was machen wir jetzt? Aha, hier sind wieder Notenlinien. Nochmal Musik, ne, würde ich sagen. Ja, nochmal zählt das Wiegenlied. Wir sind so gesandt vom König, wir spielen das zweimal. So wichtig sind wir. Hey, erstmal tanzen. Fängt er voll an zu tanzen, wie cool. Ganz gut. Aber nicht genau das, was ich hören wollte. Ich mag Melodien, wie soll ich sagen, von außerhalb. Es war etwas Natürliches, Grünes, aus dem Wald. Das ist meine Art von Musik. Na, sowas haben wir auch parat, ne? Was Grünes aus dem Wald kann ich auch. Kein Problem. Ja, Mann, voll cool. Ah, oh, voll am Updancen hier. Er geht richtig ab. Hey, cool, mein Volk leidet Hunger, aber die Musik ist gut. Oh. Wow. Das ist gut. Yeah, yeah, yeah.
Ein heißer Beat. Groovy. Ja. Okay. Yahoo! Wow, cooler Sound. Meine schlechte Laune ist verflogen. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Ich bin Darunia. Ich bin der Anführer der Goronen. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Du suchst den heiligen Stein des Feuers? Der heilige Stein des Feuers, auch als Goronenopal bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann ihn dir erst geben, wenn du meinem Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Beweise dich, indem du die Kreaturen in Dodongos Höhle vertreibst. Na klar. Bestehst du diese Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für deine Mühe soll der heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Goronen, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst sogar du schwere Dinge wie Donnerblumen mit A heben. Das Goronenarmband. Nun kannst du Donnerblumen pflücken. Stelle dich davor und nimm sie mit A auf. Na also. Also, wir müssen jetzt... Er sagt, wir müssen jetzt, damit wir diesen Stein kriegen, die Dodongos vertreiben aus Dodongos Höhle, in die wir nicht reinkommen. Genau. Aber da ist ja ein großer Stein vor. Der kann man vielleicht was machen irgendwie. Okay. Mit Magie oder so. Magie ja. Haben wir nicht, aber wir haben jetzt was Neues, ne? Genau, wir gucken mal, was wir mit dem Goronenarmband jetzt anfangen können. Und im nächsten Part werden wir dann Dodongos Höhle von allen Gefahren befreien. Hoffen wir es mal. Also, bis dann. Jo, bis dann. Ciao.